Julia Schönhuber, jene Reiterin, die vorhin den Reigen eröffnet hatte, als erste Starterin, sie bringt zwei Pferde. Und das ist in diesem Falle jetzt White. Manchmal ist es ratsam, wenn man nicht sagt, sondern ganz einfach nur fest die Daumen drückt, damit es auch... Das ist bisher die einzige, die hier in dieser zweiten Runde über die Zeit gekommen ist. Haben wir ja schon fast gesagt, man kann sich entspannt, man kann sich ruhig Zeit lassen, aber mit 76 Sekunden kommt sie trotzdem da knapp drüber. Trotzdem ist das eine ganz, ganz starke Leistung, nämlich zwei Runden ohne Abwurf alleine, das ist schon hier top. Und das ist momentan auch nach 23 Teilnehmern hier das zweitbeste Ergebnis. So geschehen bei Julia Schönhuber mit Quid. Zeit lassen kann sie sich ohne Ende, ganz, ganz entspannt, weil wenn da nochmal ein Zeitstrafpunkt hinzukommt, ist nicht wichtig. Sie muss danach nämlich bauen, dass die Doppelnuller, dass die nämlich dann patzen und sie dann Schritt für Schritt nach vorne kommt. Und somit geht sie hier diese Runde nämlich auch sehr, sehr kontrolliert und sehr, sehr sicher jagen. Da ist richtig Luft noch drin. Und jetzt ist diese Situation, dass sie zur Zeit bekommt. Das spielt aber gar keine Rolle. Denn zwei Zeitstrafpunkte noch mit hinzu. Damit sind es dann insgesamt drei Punkte. Aber all diejenigen, die den gleichen Abwurf unterläuft, die sind dementsprechend dann nämlich schlechter und dementsprechend dann hinterher. Fünf Paare, die jetzt noch kommen, das sind diejenigen, auf die jetzt Julia Schönhuber natürlich achten muss. Und